Kuchen backen 8.1.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video, aus den Zutaten einen Brandteig zubereiten wie beim Grundsee ein Tortenring, 24 cm 0, Backofen auf 220 Ober-Unterhitze vorheizen, ein Feuerfass, Schälchen mit Wasser in den Ofen stellen, ein Backblechmehl, Backpapier auslegen. Ein Viertel des Teigs auf Backpapier dörr zu einem Kreis Klammer auf 24 cm 0 Klammer zu, verstreichen. Das geht am besten einem Teigspatel, der Teig ist sehr klebrig. Im Ofen auf mittlerer Schiene 12 Minuten backen, herausnehmen und abkühlen lassen. Aus dem restlichen Teig 3 weitere Böden backen, für die Füllung Gelatine in etwas kaltem Wasser einweichen, die Eier trennen. 250 ml Milch mit den Tonkabungen in einen Tod gleich geben, aufkochen und vom Herd nehmen. Eigelbe, restliche V, Klammer auf 50 ml Klammer zu, mit Speisestärke und 1 Esslöffel Zucker in einer Schüssel verrühren. Tonkabungen aus der Milch entfernen und die Hemilch unterrühren in die Eigelbmischung gießen. Alles wiegen her den Topf geben und erneut aufkochen, bis die Masse eindickt. Vom Herd nehmen. Gelatine ausdrücken und im heißen Putz auflösen. Den Pudding kalt schlagen. Eiweiße steif schlagen. Dabei den restlichen Zucker, Klammer auf 60 Gramm Klammer zu, einrieseln lassen und Feed 2 entschlagen, bis ein glänzender Eischnee entstanden ist. Eischnee unter den Pudding heben. Flockentortelika und einen Tortenring um den ersten Boden spannen und ein Drittel der Creme darauf verteilen. Den zweiten Boden darauf legen, LC etwas andrücken, damit die Creme sich in allen Zwischenräumen verteilt. Das zweite Drittel der Creme darauf geben und hohe dritten Brandteigboden auflegen. Restliche Creme darauf stretchen und mit dem vierten Boden abdecken. Im Kühlschrank 2 Stunden fest werden lassen. Zum Servieren den Tortenreu entfernen und die Torte mit Puderzucker bestäuben.